Servus Leute und herzlich willkommen beim Game Impulse. Ich bin euer Paddy und für euch heute wieder in der Destiny-Welt unterwegs. Und ich möchte euch heute in Geisel der Vergangenheit alle für einen, einer für alle zeigen. Und wie das Ganze funktioniert und wie ihr das Ganze nach und nach handhabt, zeige ich euch jetzt in dem Video. Abonniert doch meinen Kanal, um die weiteren Challenges mitzubekommen. Schaltet die Glocke ein. Lasst einen Daumen nach oben da auf jeden Fall, wenn euch mein Video gefällt. Und ich würde mich über einen Kommentar freuen, wenn ich vielleicht über andere Sachen Videos machen soll. Ich habe keine Scheu, mir die Arbeit zu machen. Also wie gesagt, haut einen Kommentar rein, über was ihr gerne ein Video haben wollt. Dann mache ich das gerne für euch. Aber nun zur Challenge. Ihr habt eigentlich ja zwei Teams. Einmal gehen drei Leute nach unten. Oder zwei Leute, es ist ja egal. Und der Rest ist draußen und macht den Servitor und die Ads. Jetzt ist es aber so, dass bei der Challenge jeder alle Symbole einmal eindanken muss. Das heißt, ihr teilt euch in zwei Teams auf. Drei Leute, drei Leute. Die ersten drei Leute gehen runter, punchen ein Symbol, gehen raus. In der Zeit, wo sie das eine Symbol eindanken, geht das andere Team runter und holt sich auch ein Symbol, ja? Und dann wechselt ihr immer. Es wäre am besten, wenn ihr euch vorher absprecht, wer mit welchem Symbol anfängt, ja? Und dann rotiert ihr. Zum Beispiel der eine fängt mit Kugel an, der andere mit Würfel und der andere mit der Pyramide. Und dann rotiert ihr, ja? Wenn der eine mit Würfel angefangen hat, dann als zweites fangt er mit dem Würfel an und als drittes mit der Pyramide. Es ist egal, welches Symbol ihr habt, ja? Ihr könnt zwei verschiedene Symbole in einer Panzerstelle eindanken. Ist kein Problem, ja? Aber sprecht euch vorher vielleicht nochmal ab, da macht ihr dann noch ein zweites Team mit jeweils zwei Leuten in einem Team. Das heißt, zwei Leute gehen zur Nummer 1, zwei Leute gehen zur Nummer 2 immer und die anderen zwei Leute gehen zur Nummer 3. Ja? Also habt jetzt quasi drei unterschiedliche Teams. Die zwei Dreier-Teams und einmal die drei Zweier-Teams. Ja? Wie gesagt, ihr switcht immer. Erst geht das eine Team runter, geht wieder hoch, dann geht das andere Team runter, geht auch wieder hoch. Und das zweite Team, was das zweite Symbol geholt hat, nimmt natürlich den Panzer und macht Schaden. Ihr braucht aber auf jeden Fall drei Schadensphasen, ja, damit ihr das ohne Probleme abwickeln könnt. Und wie gesagt, macht nicht zu viel Schaden. Ja. Haut immer ein Viertel runter, das reicht. Weil wenn ihr zu viel runterhaut gleich, dann reicht es mit den Vierteln nicht mehr, weil sonst die Zeit abläuft. Ja? Also wie gesagt, ihr müsst nicht zu viel Schaden machen. Ein Viertel reicht vollkommen. Bei den ersten zwei Runden und bei der dritten Runde könnt ihr ihn ja komplett down machen. Okay, am Schluss meines Videos haben wir jetzt auch einen kleinen Fehler gehabt. Da haben zwei Leute zwar unterschiedliche Symbole genommen, aber dann hat der eine das Symbol gebraucht und der andere hat das gleiche gebraucht, ja. Ihr müsst euch so einteilen, dass das nicht passiert, so wie bei uns es vorhin passiert ist, also am Schluss des Videos. Aber das war dann nicht so schlimm, wir haben dann einfach eine vierte Runde drangehangen. Der hat sich dann das Symbol nochmal geholt, ein anderer hat nochmal ein gleiches Symbol genommen. Das ist natürlich nicht schlimm, ja, das könnt ihr. Damit ihr nämlich noch Panzer rufen könnt, um die Challenge natürlich abzuschließen. Das war's von meiner Seite. So schafft ihr auf jeden Fall dann die Challenge. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren auch stellen. Das ist kein Problem. Aber es sind die ganzen Infos, die ihr für die Challenge braucht. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, wenn euch das Video geholfen hat oder gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Challenge wieder. Also, Servus!